Ha, ich hätte schwören können, ich hätte das gemacht. Na gut. Was hatte ich dann freigeschaltet? Die Kiste? Bretter? Oh, nur die Seile. Und den Strohhut. Stimmt, den Strohhut. Da wollte ich mal gucken, was der macht. Wir haben ja drei Slots, die wir ausrüsten können. Einmal die Hände, einmal die Rüstung und den Kopf. Wäre auch lustig, wenn das bei den Charakteren anders wäre. Also wenn der weibliche Charakter zum Beispiel keinen Hut tragen könnte. Weil es halt nicht so ganz. Na doch, es passt ins Viktorianische. Aber ja, wenn die anderen Charaktere auch andere Slots hätten, das wäre ganz lustig. Um denn den Replay-Value noch mehr zu steigern. Ja, Spitzhacke ist fast kaputt. Das wird nicht reichen, oder? Nö. Ching. So, wir brauchen mehr Steine für unser Basislager Nummer 2 bald. Noch viel mehr Gras. Ich sollte eigentlich gleich die Büschel rausbauen, damit ich genug Forschungspunkte zusammenbekomme für die Holzrüstung. So, ja, lauft weg. Ist mir egal. Euch jage ich später. Wir haben gleich 10 von den nachwachsbaren Büscheln. Das sind mal eben 200 Forschungspunkte. Also mehr als genug. Können wir denn das Forschungsdingens bauen? Nein, da fehlt ein Stein. Ist doch albern. Haben wir irgendwo noch einen Stein? Nö. Ja, lauft weg. Ist mir egal. Ich brauche Steine. Ist echt tierisch viel Gras hier. Oh, und Beeren. Die können wir erstmal nicht mitnehmen. Oh. Es sieht wieder aus wie die Startinsel. Also ist nicht ganz so rund, aber. Das wäre natürlich schick, wenn wir wieder die alte Welt bekommen hätten. Warum auch immer. Denn die war wesentlich benutzerfreundlicher. Und ja, ich bin normalerweise nicht ein Fan von Benutzerfreundlichkeit. Aber ja, wenn man das Spiel gerade kennenlernen will, ist das doch nicht so schlecht. So, Science Maschine. Komm mal da drüber. Ich denke nicht, dass du brennst. So, da haben wir keinen Platz für. Als nächstes wäre jetzt die Kiste dran. Ja, gehen wir so lange noch ein bisschen Holz hacken. Wo ist unsere Axt? Ach, Axt war kaputt. Okay, dann schmeißen wir erstmal das Gras da rein. Zing. Zing. Jetzt haben wir 100 Punkte und holen uns davon 200 Punkte kostet die. Na gut. Ja, das machen wir später. Jetzt sollten wir noch das bisschen Tageslicht, das wir haben, ausnutzen. Die Samen lassen wir hier. Und Holz hacken. Und unsere Essensanzeige sieht echt nicht gut aus. Also zuletzt gegessen hatten wir, als es gerade richtige Nacht wurde. Und wir sind jetzt schon unter der Hälfte. Das heißt, man muss jeden Tag einmal den kompletten Balken voll machen. Das heißt, so 5, 6 gebratene Mahlzeiten essen. Eventuell gibt es ja auch größere Unterschiede. Oder man kann später einen Kochtopf erfinden oder Essbesteck oder irgendwas in der Richtung. Dafür nicht ganz so viele Ressourcen verbrauchen. Das ist natürlich auch schick. Aber ja, das bekommen wir erst mit der Zeit raus. So, das kommt alles mit. Es wird dunkel, aber wir haben noch genug Zeit, den Baum damit zu nehmen. Auch ganz schick wäre ein Rucksack, dass man mehr tragen kann. Und ich habe ja immer das Problem, also ich habe allgemein in jedem Spiel das Problem, dass mein Inventar zu klein ist. Außer bei Gothic, da meckere ich, dass es zu groß ist und man unendlich viel tragen kann. Aber ja, ein bisschen mehr tragen wäre schon nicht schlecht. So, Basislager ist da unten. Ja, ich bin so hungrig. Das kann ich nachvollziehen. 1, 2, 3, 4, 5. Müsste für die Nacht reichen. So, wir haben es jetzt kurz vor ganz dunkel und wir sind bei 31. Also verbraucht Wilson pro Tag so circa 70 Nahrungseinheiten. 1, 2,
drei, vier gebratene Sachen. Heißt, wir müssten so 4 bis 5 Kaninchen pro Tag jagen. Oder anderes Essen finden. Ja, das verbraucht doch schon recht viel Zeit. Aber na gut, wir haben jetzt richtige Nacht und können die Zeit nutzen, um die Forschung weiterzumachen. Dann haben wir auch gleich die 200 Punkte zusammen. Und dürften auch die Ressourcen haben für die Rüstung. So, 200 Punkte. Wir hätten gern den Locksuit. Bauen wir auch gleich. Und wird sogar angezeigt. Sehr schön. 100%. Ich wollte dich rechte Maustaste angucken. Aber er legt ihn dann ab. Okay. Können wir also nicht angucken. Ich hoffe mal, dass das Ding jetzt kaputt geht und wir erst dann Lebenspunkte verlieren. Das wäre echt praktisch. Oh ja, müssen wir austesten. Steine. Wie viele Steine liegen hier? Einer. Für unser neues Basislager bräuchten wir 12. Also, morgen früh gehe ich mal da runter, nehme den Stein noch mit und gucke dann am Wasser lang, was hier noch so alles ist. Und jag 3, 4 Kaninchen. Das Gold können wir eigentlich auch hier lassen. Die Pinecones können wir mal setzen. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier machen wir noch eine zweite Reihe. Ja, da kommst du nicht durch. Richtig. Wenn man eine Mauer baut, sollte man darauf achten, auf der richtigen Seite zu stehen. Das war jetzt keine politische Aussage. So, da, da. Das ist mir auch schon 1, 2 Mal passiert. So. Das sieht auch schon mal ganz gut aus. Was haben wir noch? Den Grashut wollten wir bauen. Der ist unten bei den Hüten. Brauchen wir aber noch 8 Gras. Schade. Die Blüten lassen wir auch mal hier. Obwohl, die könnten von Vögeln geklaut werden. Ich bin mir nicht sicher, was die Vögel klauen. Also ein Goldnugget bestimmt nicht und Steine auch nicht. Vögel sind auch nicht unbedingt dafür bekannt. Also die sehen Vögel, dass sie Fleisch essen. Aber die Blüten vielleicht. Nee, die nehme ich mit. So. Kaninchen, kommt doch mal aus euren Bauten. Wo gehst du hin? Du gehst nach oben rechts, also gehen wir nach unten links. Na, hoppel ein Stück. Einmal noch. Na komm, das reicht. Zing. Sehr schön. Du bist Nummer 2. Zing. Du gehörst zu dem Loch. Boah, sind das viele. Aber ja, ich denke mal, jeden Tag werden es weniger werden. Wenn nicht, könnten wir einfach ewig auf der Insel hier bleiben und immer nur jeden Tag 5 Hasen töten. Das wäre ein bisschen langweilig. Obwohl, nee, geht die Axt dabei kaputt? Wir haben jetzt 15%. Ja, die Axt geht kaputt. Und eine nicht erneuerbare Ressource sind zum Beispiel die Steine. Das heißt, irgendwann könnten wir keine Äxte mehr bauen, um Hasen zu jagen. So. Was auch ganz gut so ist. Das wäre albern, wenn man die ganze Zeit auf einer Insel hocken könnte. Man muss ja auch ein bisschen rausgehen und die Welt erforschen. Und alles zurück in das Basislager schleppen. So, du. Ah, verklickt. Na gut, wir haben auch schon 6 Fleisch. Das soll erstmal reichen. Wir wollten jetzt nach Süden und einen Stein mitnehmen und am Meer lang laufen. Also Stein und Gras mitnehmen für den Hut. Und dann am Meer lang laufen, um zu gucken, ob das wirklich wieder diese Insel ist mit dieser komischen Brücke. Wenn ja, wäre das aber nicht wirklich random, die Weltengeneration. Außer es gibt da bestimmte Arten von Welten, die immer wieder auftreten können und nur deren Inhalt wird verändert. Also wo was liegt. Aber das wird mit der Zeit bestimmt auch noch ausgebaut. Weil ich sehe für dieses Spiel echt jede Menge Potenzial. Und da bin ich, denke ich, auch nicht der Einzige, wenn man sich das Forum von dem Spiel anguckt. Wird ja langsam richtig aktiv da. Sapling nehmen wir auch noch mit. Wie viel Gras haben wir? 24. Das reicht auch fast für den Hut. Pling, genau.
Ein Strohhut. Tada! Sieht sehr strohhutig aus. Keine Ahnung, was der macht. Da steht wieder rechte Maustaste, um anzuschauen. Aber er legt ihn dann nur ab. Das ist schon mal nicht so toll. Hm. Schützt vor einem Sonnenstich. Sieht nicht so aus, als wenn so viel Sonne hierher kommen würde. Also selbst am helllichten Tage, in Anführungszeichen, ist es recht düster. Aber so wie der aussieht, ist er bestimmt dafür da, dass man irgendwelche Bonusse bekommt auf Farmen oder Tiere hüten oder sowas in der Richtung. Hm. Und im Notfall können wir ihn vielleicht verbrennen. So. Ja, es ist wieder so eine runde Insel. Aber diesmal ist der Weg nicht im Südwesten, sondern wahrscheinlich im Nordwesten. Juhu, für Zufalls generiert. Ja, da ist der Weg. Ich flitze mal kurz rüber. Nur so ein ganz bisschen, um zu gucken, ob da die Schweine sind. Auch wenn ich das heute wahrscheinlich nicht mehr schaffen werde. Naja, wir können da schon mal ja Basislager Nummer 2 aufschlagen. Dafür brauchen wir nur viel zu viele Steine, weil ich habe Flint und keine Steine. Nee. Oh, der Weg ist ganz schön lang. Nee, komm. Ich will nichts riskieren. Dieses Leben soll möglichst lange dauern. Ich will richtig schön ruhig und vorbereitet Schritt für Schritt vorgehen. Und mich nicht selbst auf die nächste Insel hetzen. Das muss ja nicht sein. Das heißt, wir gehen da erst rüber, wenn wir genug Stein haben für ein zweites großes Lagerfeuer. Genug Essen haben. Und allgemein gut vorbereitet sind. So, mitkommen, mitkommen, mitkommen. Also ich sollte es nicht sagen, aber es sieht echt nicht schlecht aus. Wir haben unsere Kaninchenreserven, die überall noch wild rumlaufen. Wir haben so genug Fleisch dabei. Wir haben jede Menge Flint. Das war ja vor kurzem auch mal ein Problem gewesen. Wir haben schon eine Rüstung, wir haben einen tollen Strohhut, von dem wir nicht wissen, was er macht. Boah, kann man eigentlich nicht meckern. So, so, Samen sacken ein, bevor irgendein Vogel das klaut. Und wir haben nur 4 Holz. Ja, morgen wieder 4 Kaninchen töten und Holz hacken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wir sind diesmal bei 23, 22. Ja. Ich hätte schwören können, gestern Abend wären wir bei 30 gewesen. Aber vielleicht kommt es einfach nur daher, dass ich denn zu spät gegessen habe oder zu früh. Na gut, so oder so sollten wir was essen. So, 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 87. 100, sehr schön. Dann verkochen wir nochmal die Beeren und Karotten. Also das Fleisch liegt noch da, Gold und Steine auch und die Blüten hatten wir gar nicht erst hingelegt. Na gut, dann lege ich jetzt mal die gerösteten Beeren dahin. Das Fleisch können wir kurz aufheben und den Vierer-Stack wieder hinlegen. Nein, nein, nicht... Jetzt habe ich mich verklickt und er hat es gegessen. So, eine Karotte mit Steuerung halbieren. Also eine rohe Karotte schmeiße ich hin und eine gekochte schmeiße ich hin. Und dann gucke ich mal, ob die morgen Abend wieder da sind, wenn wir zurückkommen. So, was wollte ich noch? Wir haben noch Gras, wir haben Steine. Inzwischen 7 Stück. Gold kann auch. Obwohl, ich wollte mal kurz testen, wie viel ein Goldbarren bringt. Oder ein Goldnugget. 15. Also ein nachwachsbarer Grasbüschel bringt mehr als Gold. Das heißt, Gold wird für irgendwas anderes wichtig sein. Ich habe es gerade verballert. Gucken wir mal. Es gibt eine Pumpkin-Laterne. Das erinnert jetzt kein bisschen an ein anderes Spiel. Aber ich habe noch nirgendwo ein Pumpkin gefunden. Also ein Kürbis.